Na, jetzt sind wir schon dabei. Machen wir auch die Horde noch. Hier wird gerade gedüngt. Okay, wo? Wie? Oh scheiße, ich glaube, ich habe einen Reifen verloren. Ich war auf der Felge. Gott sei Dank stehen hier noch Fahrzeuge. Was war da? Hey Ray, good to see you. Der war auch noch bei mir? Howdy, folks. Habe ich ganz vergessen. Achso, das ist Ray. Dachte noch ein anderer. Say, you got any spare lumber in your barn there? I know some folks who are running a little short. Oh yeah, sure. Help yourself. Don't mind if I do. Thanks. As for you, you take care out there. And enjoy the ride. I'm sure I'll see you around. Mhm. Ich muss ein anderes Auto nehmen. Was er mir gerade geschenkt hat, ist kaputt. Aber bin ich schuld. Wo fahren wir hin? Da. Schlechte Neuigkeiten. Können wir querfeld einfahren, ist die Frage. Nein. Müssen wir ganz außen rum. Da steht was. Okay. Den nehme ich. Bin ich hier richtig? Ja, eigentlich schon. Theoretisch käme ich da direkt vor seiner Haustür an. Oh Gott. Oder auch mitgenommen und jetzt darf er heiraten. Bis dass der Code euch scheidet. Wo ist er da drin? Die haben keine gute Basis. Ich meine hier die Basis, nicht die Basis der Beziehung. Was sage ich ihm? Wir sollten eher vorher für klare Verhältnisse sorgen. Oh, schau, so viele. Hat man keine Ruhe. Jetzt können wir reden. Nein, noch mehr. Ihr habt eine Scheißbasis. Da kann man nicht mal ungestört 5 Minuten reden. Stirb! Arschgesicht. Noch einer. Ich glaub's nicht. Noch zwei. Krankenschwester. I need a breather. Nein, noch ein Dicker. Glaub's nicht. Können wir vorher reden, bitte? Find anything out? Ja. Quentin, sagen, was du erfahren hast? Nein. I did. But I think you should ask her yourself if you really want to know. I mean, really, what's more important? Genau. Who she used to be or who she is now? Frag ich doch. I don't know.
Er wird sowieso die nächsten 5 Minuten nicht überleben, weil da hinten ist ein Dicker. Ja. Ja gut. Habe ich das nicht gut gemacht? Ich kann nichts tragen. Ich werde jetzt hierher fahren. Zur potenziellen Heimatbasis. Und die potenzielle Heimatbasis wird dann meine richtige Heimatbasis. Den Dicken überlasse ich Ihnen. Ah, falsch. Sie werden schon damit fertig. Sie haben jetzt einen Wachturm gebaut. Das war ja wichtig. Die blöd. Als ob der Wachturm das Wichtigste gewesen wäre. Ein Zaun! Das wäre wichtig gewesen. Mal sehen, ob ich übersiedeln kann jetzt. Das wird die neue Basis. Habe ich auserkoren. Steht schon ein Auto, ein frisches. Perfekt. Ah, da muss ich erst suchen. Bevor ich... Heimatbasis. Ne, 100! Let's set up camp here. Do we have enough people to defend it? Probably not. Oh. 50 Materialien? Wieso? Verstehe ich jetzt nicht. I better look around some more. Ich habe doch... Wie viele Materialien habe ich? Hm, 89. Ah. So, was fehlt noch? Wieso sagt er... Look around. Da ist ja nichts mehr. Es fehlen eigentlich nur die Materialien, nicht die Leute. Oh, das ist schade. Ich habe geglaubt, 50 braucht man. Das ist enttäuschend. Na, da muss ich heimfahren. Noch einmal. Und... Oh, shit. Schnell. Hab nix. Ich hab keine Waffe mehr. So, dann fahren wir halt heim. Zombiejagd. Vermisste Überlebender. Oh Gott, schon wieder einer. I'll check this out next. Keep your eyes peeled for infestations. Oh Gott, und ich habe keine Waffe. Wo fahren wir lang? Links. Ist es Markus? Der ist schon lange vermisst, wenn man es genau nimmt. Ich muss schauen, was ist der kürzeste Weg wieder mal. Ja, da vorne, vor der Brücke, rechts abbiegen, glaube ich, ist der kürzeste. Und es wird schon wieder Nacht. Wie viele Nächte gibt es denn? Pro Tag, hier. Unglaublich. Und nun? Geradeaus. Bin schon 15 Mal vorbeigefahren, aber ich merke mir es nicht. Ist nicht gerade das schnellste Fahrzeug. Hier bin ich richtig, ne? Ja, ist goldrichtig. So weit ist es eigentlich gar nicht, wenn man den... Ich habe vorhin immer den falschen Weg genommen. Auf der rechten Seite rum. Oh, was? Nein. Oh, Gott sei Dank. Dachte schon. Wo ist es?
Hier nicht. Schon wieder in dem Haus. Das ist das Haus des Horrors. Hier sind die meisten Vermissten. Maya, geht es besser? Hallo? Was hat er sie denn? Oh Gott. I thought I was dead. Oh, Gott sei Dank. Dude, help now, please! Wer war denn das? War es Marcus? Es ist Marcus! Ja, geil. Komm, wir gehen. Schnell. Ja, Gott sei Dank, Marcus. Ich hab ihn gerettet. Bin ich froh. So nah an der Heimatbasis muss ich ihn retten. Das ist aber auch kein Aushängeschild seiner Fähigkeiten. Ha? Okay, there you go. Okay, that's all we need. Trouble on the right flank. Ah. Machen einfach die Tür zu. Ist das ein Feral? Nein. Den schafft ihr schon, ha? Huh? Bin fix und fertig. Schau dir meinen Balken an. Hui. Gerade noch so. Ein Millimeter, 9 mm. Okay. Das passt. Dann nehmen wir. Geben wir ihm. Eine Axt. Okay, noch was? Bleirohr, als Backup. Gut, dann brauchen wir Materialien. Einen Versorgungslauf noch. Schaffen die das jetzt oder was? Na, endlich. Geht klar. Materialien, wo wären denn die am besten? Verzweifelte Überlebende. Oh, scheiße. Ich frag mal im Funkraum nach. Wir brauchen Materialien. Was? 9 Minuten dauert das? Müde. Glaube ich. Was wollte ich wechseln? Genau. Sam ist ausgeruht. Cool. Jetzt müssen wir eigentlich nur warten, bis die Nachricht gibt, wo die Materialien sind. Dann können wir übersiedeln. Wir haben 12 Leute. Keiner ist am Hochstand. Das ist schlecht. Wo könnten denn Materialien sein? An der Tankstelle. Ich gehe mal zu den Überlebenden, vielleicht ergibt sich was. Das Zombie ist immer noch da. Bin ich ja schon müde, bevor ich ankomme.